Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen WoW Gold Guide. Mein Name ist Zeltas oder einfach nur Marc, und nachdem der letzte Teil zu der ganzen Goldmaking mit NPC-Items-Thematik doch recht gut angekommen ist, wollte ich heute mal ein neues Video dazu raushauen. Denn wir begeben uns ins schöne Nethersturm in der Scherbenwelt und statten ein paar NPCs einen Besuch ab für geiles Transmog, Pets und wertvolle Berufsmaterialien. Also im Prinzip ist für alle was dabei, für die Anfänger, aber auch schon für die fortgeschrittenen Goblins unter euch, eine echt gute Grundlage, um das eigene Angebot im Auktionshaus etwas breit gefächerter zu gestalten. Zuallererst wollen wir einen Abstecher nach Area 52 machen. Dort finden wir zwar keine abgestürzten Aliens, dafür aber einen Goblin namens Kiff oder Quiff. Keine Ahnung. Dieser ist ein Händler für Ingenieursbedarf, der euch ein paar echt interessante Items verkauft. Neben einer Handvoll Teufelsbolzen und Teufelseisengehäuse, welche für mehrere hundert Gold in eurem Auktionshaus weggehen können, kann dieser auch noch drei Items verkaufen, die die Ingenieure unter euch unter anderem für die turbogetriebene Flugmaschine benötigen, ein Reitmount, das für um die 50k Gold im AH weggeht. Diese drei Items sind einmal der Corium-Kraftkern, welcher sich für um die 4k Gold verkaufen lässt, der Teufelsstahl-Stabilisator mit einem Wert von um die 2,2 bis 2,3k Gold und der Adamantitrahm mit einem Wert, der oft zwischen 500 und 1k Gold schwankt. Bedenkt allerdings, dass diese drei Items sehr gerne beim NPC gekämmt werden, also parkt am besten selbst dort einen Twink, mit dem ihr ab und zu mal dort vorbeischaut. Unser nächster Anlaufpunkt ist die Sturmsäule. Das ist eine kleine Stadt unter einer der Biokuppeln in Nethersturm, in der sich das Konsortium niedergelassen hat. Und wie für Astrale üblich, gibt es dort eine Menge Händler, von denen aber nur zwei für uns wirklich von Interesse sind. Der erste NPC, dem wir dort einen Besuch abstatten, ist der astrale Händler Rashad. Dieser verkauft einem exotische Kreaturen und davon eine Menge. Es sind insgesamt 8 Stück, welche grob geschätzt alle so zwischen 300 und 800 Gold jeweils wert sind. Ein besonderes Augenmerk solltet ihr vielleicht auf den Katzenkorb Siamkatze und den Hasenkäfig Braun haben. Diese verkaufen sich nicht nur gut an Sammler, sondern sind außerdem auch recht gut für Pet Battles zu gebrauchen, vor allem der Hase. Der nächste Händler, den wir ansteuern, ist wieder ein Astraler namens Händler Yadjan oder Jadjan. Kein Plan, ey. Ich gib's auf. Wieso können die nicht einfach mal normale Namen haben wie Horst oder Rudolf oder so? Die heißen immer so Krixel, Frix oder kein Plan wie. Vor allem immer die Goblins. Wer soll das bitte aussprechen können, ey? Blizzard, please. Aber um zum Thema zurückzukommen, der astrale Händler, dessen Name nicht genannt werden darf, verkauft einem exotische Waffen. Und davon auch nicht zu knapp, es sind insgesamt 7 Items, welche aber abhängig von eurer Talentspezialisierung angezeigt werden. Das heißt, zuallererst geht ihr im Verkaufsfenster oben auf das Dropdown-Menü und stellt auf alle, damit ihr auch wirklich alle Items sehen könnt. Ich habe es zum Beispiel bei der Aufnahme fürs Hintergrundmaterial hier falsch gemacht und mich im Nachhinein gewundert, wieso der mir ein paar von den Items nicht verkaufen wollte. Also stell's einfach um, dann sollte sich das Problem erledigt haben. Der Großteil der Items verkauft sich für um die 500 bis 1000 Gold. 3 bzw. 4 Stück davon will ich aber nochmal besonders hervorheben. Zuallererst einmal die Nexus-Klaue bzw. die Lehrenkralle. Beide Waffen sehen im Prinzip gleich aus und verkaufen sich für um die 3 bis 4k Gold pro Stück. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wieso verkauft dieser Händler 2 identische Waffen mit verschiedenen Namen? Das liegt ganz einfach daran, dass es früher noch Waffenhand- und Schildhandwaffen gab, weswegen es heutzutage im Prinzip 2 Ausführungen derselben Waffe gibt, also nicht wundern. Die nächste Waffe ist der Phasenspeer des Astraleon. Dieser hat einen echt ordentlichen Verkaufswert von ca. 3,7 bis 4k Gold. Und mein absoluter Liebling, das Ding mit der höchsten Verkaufsrate von den ganzen Items und dem wirklich stabilsten Preis, die Phasenklinge des Astraleums. Diese hat einen Verkaufswert von ca. 4k Gold, gerne auch mal weit darüber, und das Besondere hierbei ist, nicht nur das Modell und das gemockte Verzauberungen auf der Waffe richtig geil aussehen, nein, diese Waffe liegt beim Anlegen auf dem Rücken. Gut, für manche mag das ein lächerlicher Grund sein, die unter euch, die aber schon etwas länger im Transmog-Geschäft drinne sind, wissen genau, was für ein krass gutes Verkaufsargument das sein kann, was man nicht unterschätzen sollte. Wie gesagt, mein absoluter Liebling von den ganzen Items.
Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich persönlich finde halt vor allem den Waffenhändler richtig cool. Mega viel Goldpotenzial, was er da einem verkauft. Haut mal in die Kommentare, welcher NPC euch am besten gefallen hat und ob ihr vielleicht auch noch den ein oder anderen Tipp auf Lage habt. Ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der sich für diese verkaufbaren NPC-Items interessiert. Für die neuen Zuschauer unter euch, ich würde mich echt freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Ihr dürft auch sehr gerne das Video bewerten. Folgt mir auch auf Social Media, vor allem auf twitch.tv/zeltasgaming für Livestreams, joint meiner WoW-Community und jetzt auch meinem Discord-Server, wo wir, by the way, schon über 100 Leute sind, also ich will euch da auch jetzt noch drinne sehen. Links für das alles, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Aber am allerwichtigsten, Leute, wieder vielen Dank fürs Zusehen und noch viel Spaß beim Goldmachen. Tschüss und haut rein!